So viel erstmal so zu dem Allgemeinen, zu modellieren. Und jetzt kommen wir so zu dem Teil, wo wir uns fragen, wie macht man es denn jetzt wirklich? Und das, was wir hier in der Vorlesung und in der Übung benutzen wollen, ist das Entity-Relationship-Modell, eines der klassischen Modelle für die Entwicklung von Datenbankschemata. Also zum Modellieren eines Weltausschnitts, den irgendjemand beschreibt oder den man mit gesundem Menschenverstand erfassen soll. Das ER-Modell oder manchmal auch kurz ERM, ich werde meistens ER-Modell sagen, weil es leichter von der Zunge geht als Entity-Relationship-Modell, gibt es schon seit 1976. Peter Chen hat das vorgeschlagen. Wenn Sie sich erinnern, so ein kleines bisschen an die Zahlen, so vor den 70ern, da gab es irgendwie so dieses Hierarchie- und das Netzwerkmodell, hatten wir letzte Woche mal ganz grob im Abriss uns angeschaut. Und dann so Anfang der 70er hat Edgar Cott gesagt, es wäre doch ganz nett, wenn man das relationale Modell benutzen würde, was im Prinzip eine Abstraktion ist, wo man nicht mehr wie beim hierarchischen oder Netzwerkmodell wissen muss, was auf welcher Maschine wo liegt, sondern wo man einfach abstrakt sagt, es gibt Relationen, die man sich als Tabellen vorschlagen kann. Chen hat dann gesagt, im Prinzip war eine heiße Zeit in der Datenbankentwicklungswelt, ein paar Jahre später. Ich habe eine gute Idee, wie man Datenbanken gut modellieren kann. Wir nennen das Ganze mal Entity-Relationship-Modell, weil es schon andeutet, worum es geht. Es geht um Entitäten, also Dinge der realen Welt, und um Beziehungen zwischen denen. Und im Prinzip ist das alles das, was man in so einer Datenbank speichern können möchte, damalige Sicht. Mittlerweile gibt es noch Varianten davon, sowas wie das erweiterte ER-Modell in verschiedenen Inkarnationen. Und ansonsten ist aber alles relativ noch so wie vor mittlerweile fast 50 Jahren die erste Grundidee war. Es ist quasi das Standardmodell. Also neben UML eines der Standardmodelle, um Dinge zu modellieren. UML hat sich vielleicht im Datenbankbereich noch nicht so doll durchgesetzt wie vielleicht in manchen Softwareentwicklungsumgebungen oder so, aber im Datenbankbereich tatsächlich das ER-Modell. Die klassischen Eigenschaften, die so ein bisschen so den Werbeblock dafür darstellen würden, das ist unabhängig vom Datenbanksystem, also egal, ob man jetzt am Ende ein IBM-Produkt, ein Oracle-Produkt oder irgendwie Microsoft oder irgendwelche Open-Source-Datenbankprodukte einsetzt, mit ER-Modellen kommt man eigentlich immer zurecht im Modellierungsszenario. Sie erinnern sich, Modellierung kommt ja davor, dass ich die Datenbank dann tatsächlich in dem Produkt meiner Wahl umsetzen möchte. Die Grundkonzepte sind relativ natürlich, also eine Entität als ein Platzhalter für Dinge der realen Welt und Beziehungen dazwischen als ein Platzhalter für, was kann zwischen zwei Objekten der realen Welt so alles passieren. Das sind irgendwie Platzhalter, die verstehen viele. Also da kann man auch mit Kunden drüber sprechen, die nicht unbedingt eine Informatikausbildung haben. Die verstehen auch, was ein Objekt ist, wenn man es benennt und geschickte Bezeichner wählt und was Beziehungen zwischen denen sind, wenn man da auch geschickte Bezeichner wählt. Dann verstehen die auch, ob man das modelliert hat, was sie eigentlich wollen oder nicht. Also es ist relativ einfach und deswegen im Kunden-Entwickler-Kontext auch relativ gut durchgesetzt. Es gibt zwei oder drei Abstraktionsmechanismen, die da sehr wichtig sind. Also sowas wie, man möchte Dinge klassifizieren, also irgendwie in Gruppen einteilen, gleichartige Dinge zusammenfassen. Das geht im ER-Modell. Man kann Dinge aggregieren, also Sachen, die irgendwie einen Obertyp haben, aus Untertypen Obertypen machen oder so. Kennen Sie vielleicht auch schon aus der objektorientierten Welt. Und es gibt Verallgemeinerungen, also sowas wie irgendwas ist was anderes, also ein Teil von was Ganzem oder so. Auch Dinge, die man in der objektorientierten Modellierung wahrscheinlich mittlerweile als ganz natürlich ansieht, waren damals auch schon im ER-Modell. State of the Art. Die Informationsstruktur ist die starr. Also wir denken hier so ähnlich wie im relationalen Modell nicht dynamisch, sondern das Datenbankschema, was ich dann einmal entwickle, das bleibt halt so. Vielleicht kann man in 10 Jahren nochmal ein Attribut hinzufügen oder so, aber eigentlich ist die Grundidee, dass während der Modellierung das, was ich darin abgelegt habe, so bleibt und dann auch ein paar Jahre Bestand haben soll. Es ist ausgerichtet auf große Datenmengen, also damals 1976 war groß wahrscheinlich noch nicht so Petabyte-Gedanke, aber wir haben schon gedacht, es wäre für Gigabytes geeignet. Relativ unabhängig von der Datengröße in dem Sinne. Also es ist jetzt nicht nur für ganz kleine Weltausschnitte gedacht, sondern man kann alles Mögliche damit modellieren. Wird halt dann irgendwann ein großes Modell. Außerdem ist wichtig, dass ich im ER-Modell manche Integritätsbedingungen direkt durch ganz einfache Annotationen, grafische Annotationen klar machen kann. Sachen, die ich nicht direkt im ER-Modell grafisch klar machen kann, schon mal vorab, die schreibt man eigentlich immer daneben, verbal. Also so, dass man irgendwie noch ein bisschen Textdokument daneben pflegt oder manchmal schreibt man es ins Modell rein. Das ER-Modell selbst
kann man sich als ein relativ grafisches Modell vorstellen, was aber einen ergänzenden Text manchmal noch dazu hat, weil manche Dinge dann eben doch nicht in die Grafik reinpassen. Und alle möglichen statischen Eigenschaften kann man relativ gut im R-Modell abbilden. Okay, so viel zum Werbeblock. Jetzt wollen wir irgendwann sehen, wie es funktioniert. Was gibt es im R-Modell? Ja, erstmal klingt es so, als gibt es Entitäten und Relationships. Es gibt noch zwei andere Sachen. Eine Entität ist aber erstmal so ein Platzhalter für ein Objekt der realen Welt. Typischerweise würde man sagen, sowas wie, wenn man modelliert, Dinge, die man als Substantiv denkt. Also wo man so sagt, das könnte was sein, was ich in meinem Modellausschnitt drin haben will und das klingt nach einem Substantiv. Das ist erstmal ein klassischer Kandidat dafür, eine Entität zu werden im R-Modell. Für so eine Entitäten gibt es Typen. Also Dinge, die irgendwie einen Typ haben, kann ich normalerweise besser beschreiben. Zwischen Entitäten gibt es Beziehungen. Das müssen mindestens zwei Entitäten sein, die da in einer Beziehung stehen, können aber quasi beliebig viele sein, mindestens zwei. Und diese Beziehungen, die können auch Typen haben. Also wenn ich weiß, welche Entitätentypen in Beziehung stehen, dann weiß ich im Prinzip auch schon, was der Beziehungstyp ist, nämlich Tupel aus gerade diesen Entitätentypen, die daran beteiligt sind. Entitäten und Beziehungen können Attribute haben, Eigenschaften oder im Prinzip eine Ausprägung von einer Eigenschaft. Das sind also irgendwie was man sich als Datum dann merken möchte. Zum Beispiel beim Entleihen von einem Buch, wann ist es denn passiert, wenn man so sagt. Entleihen wäre so eine Beziehung zwischen einer Person, die die Bibliothek benutzt, und dem Buch, was in der Bibliothek normalerweise vorrätig ist. Wenn es entliehen wird, möchte ich mir vielleicht merken, wann das passiert ist, um dann ausrechnen zu können, wann es zurückgegeben werden muss. Oder ich merke mir einfach, wann es zurückgegeben werden muss. Und ansonsten kann es manchmal noch ganz nett sein, in nicht zu kleinen Ausnahmefällen, sich zu merken, in einer Beziehung, welche Rolle hat denn welche Entität. Das schreibt man manchmal dran, damit es weniger Verwirrung gibt, damit das Modell leichter interpretierbar ist. Aber im Prinzip, mit diesen vier Sachen kommt man eigentlich ganz gut hin. Es gibt noch ein paar Hilfsannotationen, die dann helfen, Integritätsbedingungen direkt im Modell zu annotieren, ohne viel Text schreiben zu müssen. Da kommt man dann jetzt im Verlauf der nächsten Stunde oder so dazu. Vielleicht brauchen wir auch ein bisschen mehr als eine Stunde. Was ist das Ding, was dann rauskommt? Das soll ein grafisches Modell werden, also kommt irgendwie ein Diagramm raus. Manchmal sagt man auch direkt schon Schema dazu. Man meint damit aber jetzt nicht das Datenbankschema, sondern im Prinzip das Modellschema, was entsteht. Und man möchte die Informationsstruktur abbilden, indem man klar definierte grafische Notationswerkzeuge benutzt. Wenn man also sowas modellieren möchte, wie den kleinen Weltausschnitt, ein Professor liest eine Vorlesung, könnte man das verbal hinschreiben. Im R-Modell schreibt man es nicht verbal hin, sondern man benutzt ein paar Kästchen. Das eine Kästchen nennt man wahrscheinlich Professor, also alles, was irgendwie aussieht wie ein Substantiv in dem Weltausschnitt. Professor und Vorlesung könnte eine Entität werden. Entitäten charakterisiert man durch solche rechteckigen Boxen. Und alles, was aussieht wie ein Verb, das ist ein guter Kandidat für eine Beziehung zwischen Entitäten. Also eine Vorlesung zu halten, zu lesen oder sonst was, das ist in dem Fall dann hier so ein Rhombuskästchen. Liest wäre der Beziehungsname und dieses Rhombuskästchen deutet an, dass irgendwas in Beziehung miteinander steht. Also statt einen Satz hinzuschreiben, würde man im R-Modell einfach drei Boxen malen und die miteinander verbinden. Okay, vielleicht ist es ein bisschen kleiner Weltausschnitt. Wenn man noch sagen möchte, irgendwie eine Vorlesung hat einen Zeitplan und einen Titel, muss man sich jetzt fragen, okay, wir haben jetzt plötzlich wieder Substantive, könnten also klassische Ideen sein, da neue Entitäten draus zu machen, aber sieht auch irgendwie aus, als wären das Eigenschaften von einer Vorlesung, also steht vielleicht mit Vorlesung in Beziehung oder vielleicht ist es doch nur ein Attribut von der Vorlesung. Also Substantiv ist nicht ganz so klar, ob es immer eine Entität wird, könnten auch Attribute einfach werden. Hier in dem Fall würde man wahrscheinlich sagen, Zeitplan und Titel der Vorlesung sind Attribute der Vorlesung, nicht neue Entitäten, für die ich dann Beziehungen baue. Wie schreibt man Attribute? Man schreibt die quasi auch direkt dran, benutzt aber in dem Fall hier solche elliptischen Boxen oder einfach solche Ellipsen, wo man wieder das Substantiv dann reinschreibt und sagt, womit hängt es zusammen? Ja, das mache ich damit kenntlich, dass ich einen Strich dazwischen ziehe. In dem Fall ist aber zwischen dieser elliptischen Box und der Vorlesungsbox als Entitätsbox eben kein Beziehungstyp dazwischen geschaltet, sondern die Annotation, die Vereinbarung hierbei, wie man das zu lesen hat, ist, dass das Eigenschaften, Attribute von der Entität Vorlesung sind. Also eine Vorlesung hat einen Zeitplan und einen Titel. Vielleicht möchte man irgendwie das Weltbild noch ein bisschen erweitern und sagen, die Vorlesung, die wird immer, oder jede Vorlesung wird im zweiten Semester gehalten, warum auch immer, ist vielleicht jetzt ein bisschen sehr obskures Weltbild.
Vielleicht würde man eine konkrete Vorlesung eher angeben wollen, aber wenn man das möchte, das Semester noch angeben möchte, würde man ein Attribut an die Beziehung direkt dran schreiben. Das wäre so eine gute Modellierungsidee. Also nicht nur Entitäten können Attribute haben, sondern auch Beziehungen können Attribute haben. Beliebig viele. Implizit muss man schon immer mitdenken, kommen wir dann später nochmal im Detail dazu, dass man für jedes Attribut jetzt aber auch den Wertebereich festlegen sollte. Also bei Semester sollte man jetzt irgendwie sagen, sind das jetzt Ziffern, die ich da angebe, so wie 1, 2, 3 oder schreibe ich die verbal hin. Vorlesungstitel ist wahrscheinlich irgendwie eine Zeichenkette. Das sollte man sich dabei schon mitdenken, dass man das im Modell dann irgendwo mit ablegen muss. Vielleicht gibt es noch mehr, wenn man das Ganze so ein bisschen weiter aufzieht, gibt es vielleicht noch irgendwie Attribute, die so ein Professor hat. Gibt vielleicht noch Buchempfehlungen zu Vorlesungen. Könnte man jetzt wieder drüber nachdenken, ob so eine Buchempfehlung ein Attribut ist zu einer Vorlesung oder ob man es lieber als Entität modelliert. Und jetzt ist so die Frage, wie oft wird denn so ein Buch gebraucht? Also da wäre jetzt so eine Designentscheidung bei der Modellentwicklung, dass man sich fragt, na gut, so ein Zeitplan, ein konkreter Zeitplan, den gibt es eigentlich wahrscheinlich nur für eine Vorlesung. Deswegen würde man den wahrscheinlich als Attribut der Vorlesung auffassen. Warum ist das Buch jetzt hier nicht nochmal irgendwie als Attribut der Vorlesung modelliert? Naja, vielleicht gibt es zum einen schon ein altes Datenbankschema von so einem Bibliothekswesen der Uni oder so und da gibt es Entitäten. Dann bietet sich das an, das direkt so zu verknüpfen. Oder man denkt, naja, so ein Buch, ein dasselbe Buch kann ja für verschiedene Vorlesungen empfohlen werden und dann könnte es sinnvoll sein, das Buch als Entität aufzuwerten. So dass ich es jetzt nicht jedes Mal als in Anführungsstrichen minderwertiges Attribut nur dran schreibe, sondern sage, das ist irgendwie wichtiger, das fasse ich als Entität auf. Und so ein Buch hat dann selber wieder Attribute, sowas wie Autortitel, ISBN. Wenn ich ein konkretes Buch als Attribut an die Vorlesung dran schreiben würde, dann müsste man irgendwie diese Sachen zusammenpacken in einen komplexeren Datentyp, der dann als Attribut an der Vorlesung dran hängt. Insofern könnte es Sinn machen, Dinge, die Eigenschaften haben, dann selbst nochmal als Entität zu modellieren. Der Weltausschnitt ist jetzt immer noch relativ klein. Das ist jetzt natürlich noch nicht das ganze Universitätswesen, was man hiermit modelliert hat, aber so, um mal anzudeuten, worauf wir hinaus wollen. Also so ein R-Modell wird irgendwie eine natürlich-sprachliche Beschreibung eines Weltausschnitts in sowas eher Grafisches übersetzen. Jetzt kann man halt wahrscheinlich am Ende nicht alles in Grafik übersetzen, da kommen wir dann am Ende von diesem Vorlesungsabschnitt nochmal dazu, dass es manche Dinge gibt, die ich dann am Ende doch verbal hinschreibe. Aber sowas wie, es gibt Vorlesungen und zu den Vorlesungen gibt es Buchempfehlungen und Vorlesungen werden von Professoren und Professorinnen gehalten, das würde man eher in so ein grafisches Modell packen und sagen, jeder, der kurz eine Einführung bekommen hat, wie man sowas zu lesen hat, der versteht das dann auch. Und so einem Kunden kann man das gut erklären und sagen, okay, die eckigen Boxen, das sind die wichtigen Sachen und die rhombischen Boxen da, die sind die Beziehungen, also irgendwas, was miteinander interagieren kann. Und das soll am Ende die Modellierung der Welt sein. Was man jetzt hier noch nicht sieht, ist, was dann am Ende die Datenbank sein wird. Da, nochmal als Erinnerung, letzte Woche, gibt es ja noch den Zwischenschritt, dass ich dann sage, ich modelliere erstmal die Welt und übersetze das Ganze dann in eine Datenbank. Schema, was ich also ein bisschen logischer auffasse. Es gibt das konzeptuelle Schema, da sind wir jetzt dabei. Und das Ganze wollen wir dann in ein eher logisches Schema gießen, was dann tatsächlich in einem relationalen Modell sagt, was sind denn jetzt die Tabellen, wie heißen die? Aber wenn man ein bisschen genau hinschaut, hat man schon eine Idee, was Tabellen sein werden. Vielleicht wird es Tabellen für Entitäten geben und die Spalten in den Tabellen könnten die Attributwerte sein. Und über Beziehungen müssen wir dann nochmal nachdenken. Könnten vielleicht auch Tabellen werden. Aber so, das ist so die Grundidee, dass man sagt, mit diesem R-Modell bin ich schon einen Schritt näher von der verbalen Beschreibung meines Weltausschnitts hin zu einem konkreten Schema für eine Datenbank gekommen. Also für eine relationale auch, weil ich sage, klassische Kandidaten für Tabellen sind Entitäten und klassische Kandidaten für Attribute in den Tabellen sind die Attribute im R-Modell. Okay, bevor wir jetzt dann so ein bisschen in der Übung das Ganze wahrscheinlich auch ein bisschen praktischer üben, noch so ein kleiner, formalerer Überblick, was eigentlich das bedeutet, was wir jetzt hier so aufgeschrieben haben und nochmal so ein bisschen Definition von den einzelnen Sachen. Was sollen die Datentypen sein? Die habe ich jetzt so nebenbei immer so ein bisschen erwähnt und gesagt, so ein bisschen muss man dran denken, dass so ein Attribut bestimmte Werte haben kann und andere nicht annehmen darf. Das sind im Prinzip schon Integritätsbedingungen, relativ abstrakte Integritätsbedingungen, indem ich sage, irgendwas muss eine Zahl sein, verbiete ich, dass da Buchstaben mit drinstehen beispielsweise. Aber Datentypen brauche ich für Entitäten, für Beziehungen und für Attribute. Also ich muss sagen, aus welchem Wertebereich, aus welcher Domäne dürfen denn
die konkreten Instanzen einer Entität, die konkreten Instanzen einer Beziehung oder die konkreten Ausprägungen, würde man sagen, von so einem Attribut dann sein. Also was für Werte darf ein Attribut annehmen? Da würde ich immer von Ausprägungen sprechen. Bei Entitäten oder Beziehungen würde ich von Instanzen sprechen. Beispiel bei sowas wie Professor, Professorin wird halt wahrscheinlich ein Name sein. Ne? Man sagt, okay, irgendwie werde ich Kurzbezeichner einführen oder so dafür. Das könnte die Domäne dafür sein. Unabhängig davon, dass jetzt vielleicht Professorinnen, Professoren Namen und irgendwelche Personalnummern oder sowas haben. Ausgegraut hier der eigentliche Zustand, nur mal als Erinnerung, die Datenbank wird dann am Ende immer einen Zustand haben. Das ist jetzt nicht Teil des Datentyps, aber der Zustand, den ich dann am Ende für so eine Entität sehe in der Datenbank, das wird eine Teilmenge von der Domäne sein. Also irgendwas, was dann konkret eine Instanz wird, das muss immer in der Domäne schon drinstecken. Aber es ist jetzt nicht unbedingt Teil des Datentyps. Wenn Sie sich erinnern an Grundvorlesungen, Algorithmen, Datenstrukturen oder sowas, Datentypen sind immer irgendwie Wertebereiche plus Operationen, die darauf erlaubt sind. So ähnlich ist es in der Datenbankwelt auch. Wir können immer schon mitdenken, es gibt natürlich auch noch den Zustand, hatten wir eben gesehen, der sich so über die Zeit verändert. Aber in dem Zustand darf ich immer nur Werte annehmen, die im Wertebereich liegen, in der Domäne liegen. Und Operationen kann man aber auch so denken, wie man es kennt, ne? So auf Zahlen, sowas wie plus, mal, geteilt durch oder eben auch Vergleiche, größer gleich, kleiner gleich oder so. Also Beispiel, sowas wie einen abstrakten Datentyp Integer zu sagen, ich möchte irgendwas mit ganzen Zahlen benutzen und die klassischen Operationen, die wird es auch in der Datenbank irgendwie alle geben. Also in so einer Datenbanksprache wie SQL werde ich hoffentlich auch Dinge addieren können, Dinge vergleichen können, die Zahlen sind. Oder sowas wie String, habe ich halt irgendwie alle möglichen Zeichenketten über einem Alphabet, ne, angedeutet durch dieses große Sigma mit dem Stern dran, also Zeichenketten beliebiger Länge, auch die kurze Zeichenkette, die gar nichts enthält, ist damit erstmal nicht verboten. Über einem Alphabet, sorry, von Buchstaben, also klassischerweise würde man wahrscheinlich sowas benutzen wie in unserem Kulturkreis lateinische Buchstaben. Und auf sowas wie Strings habe ich vielleicht auch das Konkatenieren von Strings und eine Länge, wenn ich frage, keine Ahnung. Ich wüsste gerne mal aus meiner Datenbank von Uni-Mitarbeitern nur die, die einen Namen haben, die mindestens 20 Zeichen lang sind, dann brauche ich vielleicht sowas wie die Länge. Frage? Okay, die Frage ist, ob die Operationen schon direkt drinstecken. Meine Rückfrage drin, worin? Im ER-Modell oder? Genau, also die Domäne typischerweise, also ob die Operationen schon in der Domäne drinstecken, typischerweise verbindet man ja mit sowas wie Integer, dass man die Dinge vergleichen kann und addieren kann oder sowas. Also die stecken implizit im Datentyp drin. Ich würde nicht sagen, dass sie in der Domäne drinstecken, weil mit Domäne sage ich ja eher nur die Werte. Also die Domäne von Integer ist halt ganze Zahlen und ich habe mit dem Datentyp Integer aber noch verbunden, dass es sowas wie klassische mathematische Rechenoperationen oder Vergleichsoperationen gibt, ja. Auch hier würde man jetzt im ER-Modell, wenn ich sage, irgendwas ist eine ganze Zahl, ein Int oder ein Integer, da würde ich direkt damit verbinden, dass man meint, es gibt auch Operationen, weil ich es als Datentyp meine und nicht nur als Zahlenbereich. Aber da muss man mal klar machen, das ist eine gute Frage, dass man das meint oder nicht. Wenn man mit einem Kunden spricht, denken die da wahrscheinlich nicht dran. Die wissen wahrscheinlich nicht mal, was Integer sind, aber dann sagt man da wahrscheinlich, das sind Zahlen. Also, was man aber, wie gesagt, deswegen so ein bisschen ausgegraut immer mitdenken kann, aber was nicht wirklich Definition vom Datentyp ist, ist der Zustand. Also der konkrete Zustand von irgendeinem Datentyp, den ich für eine Entität benutze, für eine Beziehung benutze oder für Attribute benutze, der konkrete Zustand, den kenne ich dann immer erst zum eigentlichen Datenbankbildungsprozess. Also dann, wo ich die Datenbank tatsächlich aufgesetzt habe und während ich die benutze, die Sachen sich verändern. Okay. Ja, wie die Operationen dann konkret implementiert sind, hängt natürlich so ein bisschen von den Datenbankprodukten ab, aber die meisten Sachen, die man so üblicherweise kennt aus Programmiererfahrung, die werden auch genauso umgesetzt sein, wie man sie erwartet. Also wenn man Plus benutzt auf Zahlen, dann werden die Sachen addiert und nicht multipliziert. Das macht irgendwie Sinn und so sollte es auch typischerweise unterstützt sein. Es gibt noch manchmal sowas, so Nicht-Standardtypen, also die man vielleicht in den meisten Programmiersprachen nicht als Standardtyp hätte, was aber in Datenbanken oft sehr nützlich ist, sowas wie Time oder Date, wo man halt oft mit irgendwas Zeiten oder Datumsangaben verbindet, wann ist irgendwas entliehen worden oder so. Da gibt es typischerweise in den meisten Datenbanken
Produkten dann auch schon nicht Standardtypen, also schon vorgefertigte, komplexere Typen dafür, manchmal auch noch ganz andere Sachen. Gut, jetzt haben wir schon gesagt, so ein Entity-Relationship-Modell hat im Prinzip vier Sachen. Jetzt werden wir so ein paar Sachen genauer beleuchten. Das Einfachste zuerst, Entitäten, also sind Objekte, die bestimmte Eigenschaften haben, die ich in der Modellierungsphase erkennen muss. Also in der Modellierungsphase, wo ich mich damit beschäftige, was ist denn der Weltausschnitt, den ich irgendwie abbilden soll und was ist darin wichtig, da muss ich mir Gedanken drüber machen, was ist so wichtig, dass ich es als Entität modelliere und was ist vielleicht auch ein Substantiv, aber nicht ganz so wichtig und wird deswegen wahrscheinlich nur ein Attribut oder hängt sowieso immer direkt mit irgendwas zusammen und hat keine weiteren Eigenschaften, wird dann deswegen nur ein Attribut. Typische Bezeichner, wenn wir hier auf den Folien so ein bisschen über Entitäten sprechen werden, sind große Es. Also wenn ich jetzt nur eine Entität habe, dann nehme ich einfach ein großes E. Wenn es mehrere gibt, dann nummeriere ich die halt durch, E1, E2 und so weiter. Wenn Sie tatsächlich dann einen praktischen Weltausschnitt modellieren, klassische Bezeichner für Entitäten sind Substantive. Normalerweise Singular. Also typischerweise würde man Substantive im Singular benutzen, so ähnlich wie die Tabelle, in der die Bücher stehen, eigentlich nur Buch heißt. Also man hat sich irgendwie als Konvention darauf geeinigt, normalerweise Singular Substantive zu benutzen. Die Domäne von so einem Entitätstyp, das ist dann die Menge der möglichen Entitäten. Diese kann natürlich ziemlich groß sein. Die ist jetzt erstmal unbeschränkt. Also legt man meistens nicht explizit fest, sondern geht so davon aus, die Domäne von Vorlesungen, das sind halt alle möglichen Strings, die es so gibt. Manche davon sind sinnvoll und manche nicht. Aber erstmal schränke ich es nicht weiter ein und sage, Vorlesung, also Bezeichner für eine Entität, Vorlesung kann erstmal alles Mögliche sein. Ein paar sind sinnvoller als andere. Sowas wie Datenbanksysteme 1 oder wie diese Veranstaltung hier eigentlich heißt, das ist wahrscheinlich ein bisschen sinnvoller als Kritz oder sowas dafür zu sagen, weil man damit nichts verbinden kann. Also auch da ist es wieder so, dass man Bezeichner so wählen sollte, dass man sie versteht. Aber erstmal ist typischerweise die Domäne für Entitäten nicht groß beschränkt, außer dass man sagt, das eine sind halt Zahlen, dann weiß ich, es werden Zahlen sein. Und vielleicht sage ich noch sowas wie reellwertige Zahlen oder nur ganze Zahlen. Ist halt dann schon ein Unterschied, aber oft, wenn man sagt, es sind halt Zeichenketten, erstmal nicht groß beschränkt. Typischerweise nimmt man an, dass es groß genug ist, also sowas wie mindestens die natürlichen Zahlen, die also erlauben, dass man da immer noch eins mit dazu nimmt. Man kann diese Bezeichnung DOM von E im Prinzip als die Menge der Namen von Entities auffassen. Später werden wir nochmal überlegen, was Name richtig bedeutet, wenn wir über die Schlüsseleigenschaft sprechen. Also Name sollte man jetzt nicht damit verwechseln, dass wir an Personennamen erstmal denken. Vielleicht in manchen Zusammenhängen ist das gut, aber Personennamen sind natürlich nicht eindeutig in dem Sinne, dass es wahrscheinlich ein paar Personen gibt, die Thomas Müller oder sowas heißen. Also manche Namen sind halt so beliebt oder so gebräuchlich, dass es die zu oft gibt. Und dann muss man darüber nachdenken, ob das jetzt ein guter Name für so eine Entität ist. Dann muss man halt dann noch irgendwas Künstliches einführen und die durchnummerieren oder so. Aber im Prinzip kann man darüber nachdenken, in sowas wie einer Universität ist vielleicht nicht so wahrscheinlich, dass es viele Namenskonflikte von Professorinnen und Professorennamen gibt. Und wenn, dann nummeriert man durch und sagt, der zuerst berufen wurde, kriegt die Nummer 1 und die dann später dazu kamen, die Nummer 2. Und wenn es dann 100 Jahre später noch jemanden gibt, kriegt er die Nummer 3 oder so. Also sowas würde man versuchen, dann womöglich zu machen. Der Zustand. Also wie gesagt, nicht unbedingt Teil des Datentyps der Entität, aber wenn man an Entity-Typen denkt, denkt man im Hinterkopf auch immer irgendwie über den Zustand nach. Das ist im Prinzip die Menge der Entitäten, die ich zu einem konkreten Zeitpunkt in der Datenbank sehe. Das werden nicht alle möglichen irgendwie hypothetisch denkbaren Instanzierungen sein, sondern halt die es dann in diesem konkreten Moment gibt. Wenn Sie nochmal an das Beispiel mit der Buchtabelle denken, da gab es in den ersten zwei Zuständen zwei Bücher in der Relation und zum nächsten Zustand kam dann ein drittes dazu. Und das ist quasi der Zustand, den diese Entität Buch in diesen Momenten hatte. Zwei, zwei, drei. Also von der Anzahl her. State von so einem Entity-Typ ist immer eine Teilmenge der Domäne. Also man wird nie irgendwie einen Zustand, eine Entität finden, die nicht Teil der Domäne ist. Das ist quasi so eine erste, ganz einfache Integritätsbedingung. Der Zustand ist auch immer endlich, kann man sich dann vergegenwärtigen, wenn man sich überlegt, okay, so ein Zustand ist ein Prozess, der über eine Zeit läuft. Zeit ist irgendwie was Endliches, also werde ich nicht mit dem Zustand in den unendlichen Größenordnungsbereich kommen. Kann natürlich sehr groß werden, aber auf jeden Fall immer endlich.
Beispiel könnte sowas sein wie Entity-Typ Professor, hatten wir in diesem Weltausschnitt gesehen. Die Domäne ist erstmal alle möglichen Strings. Also wenn ich noch festlege, was für ein Alphabet, hier bei uns wahrscheinlich irgendwie lateinische Buchstaben, groß A bis Z und klein A bis Z in einer beliebigen Zusammensetzung. Auch da, manche Bezeichner machen wenig Sinn, weil niemand diese Namen trägt. Aber erstmal ganz abstrakt gedacht, alle möglichen Zeichenketten sind die Domäne für Entity-Typ Professor. Und ein konkreter Zustand könnte dann sein, drei Namen von Professoren. Die sind jetzt alle aus Weimar, weil mein Kollege, der die Vorlesung in Weimar hält, dort ist und die Namen sich überlegt hat. Aber das sind jetzt drei konkrete Ausprägungen, die es da in Weimar gäbe. Und angenommen, in meiner konkreten Welt möchte ich nur Vorlesungen von diesen dreien modellieren, dann ist das der Zustand, der es eine Weile sein wird. Beziehungstypen, das zweite wichtige Ding, also Entity-Typen, wissen wir, brauchen wir Domänen. Und es wird Zustände geben, die dann Teilmenge der Domäne sind. Bei Beziehungstypen ist das so ein bisschen so ähnlich. Ein Beziehungstyp kann erstmal, ganz wichtig, ich brauche mindestens zwei Entity-Typen. Das müssen nicht zwei unterschiedliche sein, kann auch reflexiv sein, kommen wir gleich noch dazu, aber es müssen mindestens zwei Entity-Typen an einer Beziehung beteiligt sein, können aber auch beliebig viele sein. Das Problem bei beliebig viele ist, kommen wir dann später wahrscheinlich auch zu, wenn wir so ein ER-Modell tatsächlich in das relationale Modell übersetzen wollen, wenn man jetzt sehr viele Entity-Typen in Beziehungen zusammenpackt, ist es oft schwierig, das dann direkt in ein gutes ER, in ein gutes relationales Modell umzusetzen, weil viele der dann wahrscheinlich geltenden Zusammenhänge, Integritätsbedingungen, dann schwierig abzudecken sind. Kommen wir heute auch noch mal ein bisschen dazu, wenn wir uns fragen, kann man denn so einen n-stelligen Beziehungstyp immer in auch binäre Beziehungen so umformulieren, dass alle Informationen, die es in der realen Welt gibt, tatsächlich erhalten bleiben? Das ist meistens nicht so einfach und oft geht es auch einfach nicht. Kleine Sneak Preview. Frage? Genau, also Beziehungstyp ist quasi der Name, sowas wie bei Vorlesungen liest, Professor Vorlesung liest, könnte aber auch noch was anderes mit dranhängen. Dann wäre es halt eine dreistellige, eine vierstellige oder eine fünfstellige Beziehung. Sowas wie, weiß nicht, wenn man sagt, man möchte so das klassische Familienmodell irgendwie haben, Vater, Mutter, Kinder, dann habe ich schon womöglich drei verschiedene Entities, die an der Beziehung beteiligt sind. Außer ich sage, das sind alles Personen, dann ist es wieder mit sich selbst irgendwie auf mehreren Wegen verbunden, sieht meistens nicht so schön aus in einem R-Modell. Also es kann verschiedene die Frage ist, sind alle Beziehungstypen in einem dieser Rompen? Ich wiederhole die Fragen immer nochmal, damit man sie später anschauen, sich das nochmal ein bisschen... Wenn ich dran denke, wiederhole ich die Fragen, damit Sie es dann nochmal sehen. Also es kann verschiedene Beziehungstypen zwischen genau denselben Entity-Typen geben. Ist das die Frage? Und dann würde ich die anders bezeichnen. Und dann ist der eine Beziehungstyp ist halt X, der andere heißt Y. Und dann male ich die auch zweimal im R-Modell hin. Wird nicht unbedingt übersichtlicher, aber normalerweise würde man das als zwei verschiedene Beziehungstypen dann modellieren, wenn es Sinn macht. Abstrakt würde man einen Beziehungstyp nur nochmal, also Beispiele gucken wir uns dann gleich nochmal ein paar an. Abstrakt würde man sagen, Beziehungstyp, also als so ein Rhombus und ich hänge alle Entity-Typen über solche Kanten da dran. Die Kanten müssen jetzt nicht genau auf die Ecken vom Rhombus gehen. Ne? Das könnten ja fünf sein und der hat halt nur vier. Muss man halt gucken, wo man die dran malt. Ein bisschen, wenn Sie ER-Modelle dann tatsächlich mal praktisch aufzeichnen sollen, kann man natürlich ein bisschen versuchen, die schön zu machen, sodass es jetzt nicht so viele Kreuzungen gibt und so, aber manchmal kann man es halt nicht verhindern, gerade wenn man einen sehr komplexen Ausschnitt der Welt modellieren soll. Hier in dem Fall habe ich es jetzt erstmal versucht anzudeuten, dass es auf die Ecken geht, aber ja, wenn es dann mehr als vier sind, wird es irgendwann schwierig. Typischerweise wird man für Beziehungstypen hier, wenn ich es formal auf Folien benutze, nehme ich da immer R wie Relationship. Wenn es halt mehr als eine gibt, dann nummeriere ich die durch mit einem Subskript. Oder im Beispiel hat man sowas gesehen wie empfiehlt, also eine Vorlesung, ein empfohlenes Buch dazu oder Professoren, die Vorlesungen lesen. Also klassische gute Bezeichner für Beziehungstypen sind Verben. Wenn Sie so drüber nachdenken, reale Welt, irgendwie Substantive sind Kandidaten für Entity-Typen oder Attribute und Verben sind immer Kandidaten für Beziehungen. Frage?
Genau, also kann ein Entity-Typ eine Beziehung mit dem gleichen Entity-Typ haben? Ja, sogar mehr als eine. Also klassischerweise wäre sowas wie, kommt auf einer Folie später, vielleicht hatten Sie schon weitergeblättert, sowas wie verheiratet sein. Wenn ich sage, ich habe als Entity-Typ eine Person, ja, irgendjemand ist mit jemand anderem verheiratet, dann ist das ein Beziehungstyp, der von Person wieder auf Person geht. Und dann muss man überlegen, will man noch andeuten, wer Mann oder Frau ist oder so, kommen wir gleich nochmal dazu. Aber typischerweise würde man sagen, Beziehungstyp erstmal beliebig viele, aber wenn ich dann sage, etwas ist mit sich selbst, steht mit sich selbst in Beziehung, dann gibt es trotzdem denselben Entity-Typ dann zweimal. Deswegen würde man sagen, es gibt keine Beziehung zwischen einem Entity-Typ und sich selbst, da sind dann schon zwei. Also das ist so ein bisschen diese feine Unterscheidung, die ich hier treffen würde. Also die Entity-Typen, das hatte ich glaube ich vorhin mal ganz kurz in einem Halbsatz gesagt, die müssen nicht unterschiedlich sein. Es müssen nur mindestens zwei sein. Es könnte jetzt auch eine dreistellige Beziehung geben, fällt mir jetzt nicht direkt eine ein, wo ich den einen Entity-Typ zweimal drin habe und einen anderen noch mit. Oder eine vierstellige, wo ich den einen dreimal drin habe und viermal oder so, aber da fällt es einem dann immer schwer, Beispiele zu finden. Für einfach reflexive oder sozusagen rekursive, würde man manchmal sagen, da gibt es natürlich ein paar Beispiele, die einem einfallen können. Aber mit diesem n größer gleich 2 meine ich hier, dass es keine Beziehung, eine unnäre Beziehung gibt, sondern dass die mindestens binär sein müssen, aber es kann derselbe Entity-Typ sein. Vielleicht schreibe ich es nochmal ein bisschen anders hin. Sie haben eine beliebige Anzahl n größer von Entity-Typen. Man könnte, ja, ich glaube, es kommt nochmal eine Erklärung auf den nächsten Folien, dann, wo da steht, es gibt auch reflexive Sachen. Aber so, die Domäne erstmal ist dann dadurch gekennzeichnet, dass ich sage, ich kenne die Domänen der Entity-Typen, die beteiligt sind. Und die Domäne von der Relation ist dann erstmal klassisch das Kreuzprodukt. Also jeder könnte mit jedem, wenn ich jetzt nicht noch irgendwelche Integritätsbedingungen habe, die das verhindern. Aber bei so einem ganz einfachen Beziehungstyp kann ich sagen, was ist die Domäne der Relation oder der Beziehung? Das Kreuzprodukt der beteiligten Domänen, der Domänen der beteiligten Entitäten. Und der Zustand selbst ist dann wieder eine Teilmenge davon, also so wie auch bei Entitäten. Der Zustand einer konkreten Beziehung zu einem bestimmten Zeitpunkt in dem Datenbankverlaufsprozess, der ist dann auch immer eine Teilmenge des Kreuzprodukts der Zustände der Entitäten. Also ich werde in einem konkreten Datenbankzustand nicht Entitäten miteinander in Beziehung stehen haben, die es in der Datenbank gar nicht gibt, soll das im Prinzip bedeuten. Also die einzelnen States der einzelnen Entitäten sind ja Teilmengen der Domänen der einzelnen Entitäten. Hier steht, die Domäne der Relation ist das Kreuzprodukt der Domänen der Entitäten. Und bei den Zuständen ist es dann eben eine Teilmenge des Kreuzprodukts der Entitäten. Weil nicht jeder mit jedem in Beziehung stehen muss, den es gerade in der Datenbank gibt. Kommt ein bisschen auf die Beziehung an, kommen wir heute später auch nochmal dazu, was für Beziehungstypen es gibt. Aber erstmal ganz allgemein weiß ich, es wird eine Teilmenge des Kreuzprodukts der Entitätenzustände sein. Formal auf so einer Folie, sorry, würde ich immer schreiben, groß R für die Relation und die beteiligten Entitäten quasi als so eine Art Signatur dran schreiben. Also in Klammern dahinter. Also beispielsweise, wenn wir sowas haben wie Vorlesungen werden gelesen von Professoren, das, was wir da als ganz ersten kleinen Weltausschnitt hatten, und in Weimar wissen, es gibt mindestens die drei Kollegen, Kolleginnen Fröhlich, Lux und Wüttrich. Und Vorlesungen sowas wie Algorithmen, Computergrafik, Kryptographie, Mensch-Maschinen-Interaktion, Datenbanken oder so. Dann könnte ein konkreter Zustand von Liest in einem bestimmten Semester beispielsweise sein, dass der Herr Wüttrich Algorithmen liest und der Herr Lux Kryptographie liest und sonst nichts. Ist jetzt nicht so ein besonders spannendes Semester, weil man nicht viele Vorlesungen belegen kann, passt aber noch auf die Folie. Also wahrscheinlich nicht besonders realweltig, aber könnte dann sein. Also Tupel, in dem Fall eben Teilmengen des Kreuzprodukts, sind dann die konkreten Zustände für diese Beziehung. Jetzt hatten Sie schon gefragt, und ich hatte es auch schon mal kurz beantwortet, es gibt natürlich die Möglichkeit, dass ich sage, je nachdem, wie ich es modelliere, wenn ich beispielsweise sage, in meiner Datenbank werden Personendaten gespeichert und ich möchte mir aber auch merken, wer mit wem verheiratet ist, dann kannst du was geben wie die klassische Ehe zwischen Männern und Frauen. Dann würde ich sagen, ich habe so einen Beziehungstyp für diese klassische Verheiratetsein, wo ich noch dran schreiben kann, wer ist Mann und Frau.
Und dann gibt es natürlich noch Möglichkeiten, dass Männer mit Männern verheiratet sind oder Frauen mit Frauen. Dann muss ich überlegen, wie ich die Stelligkeit dann abbilde, sodass ich dann sage, wer ist wer in der Beziehung. Aber es kann eben reflexiv oder manche sagen auch rekursiv sein. Widerspricht nicht unbedingt der Definition von der Folie vorher, wenn man mitbedenkt, dass ich bei n größer gleich 2 schon Ihnen erklärt habe, es dürfte auch derselbe Entity-Typ dabei sein. Wenn man das nicht möchte, dass es reflexiv ist, muss man darüber nachdenken, ob man zum Beispiel, wenn man so diese klassische Mann-Frau-Ehe modellieren will in irgendeiner Datenbank, ob man dann sagt, es gibt halt nicht Personenentitäten, sondern Männer und Frauen als Entitäten. Dann bin ich aus dieser Reflexivität raus und kann sagen, okay, das eine ist der eine Entity-Typ, das andere ist der andere Entity-Typ. Also ich könnte es auch mit 2 machen, kommt immer so ein bisschen drauf an, was tatsächlich in der konkreten Welt dann gewünscht ist, die ich modellieren soll. Ja, normalerweise, wenn ich Text schreibe, schreibe ich die Rollen nicht ran. Bei so einem ER-Modell, wenn ich sowas Reflexives habe, schreibt man häufig noch an die Seiten dran, was welche Rolle sein soll, damit man es irgendwie demjenigen, der die Weltsicht nur kennt, also das Verbale kennt, damit man dem klar machen kann, was ist jetzt hier gemeint. Also zum Beispiel, dass Personen verheiratet sind, wenn man sagt, man will Männer und Frauen irgendwie charakterisieren, dass man das dann als Rolle mit dran schreibt. Man könnte aber auch einfach sagen, das ist halt, das erste ist immer die Frau in der verheirateten Relation und dann ist das zweite automatisch der Mann, wenn man Mann-Frau-Ehen modellieren will. Grafisch würde man es dann also dran schreiben, aber verbal vielleicht nicht unbedingt hingeschrieben haben. Wir sind bei Entitäten gewesen, bei Beziehungen gewesen, waren 4 Sachen. Wir brauchen noch Attribute auf jeden Fall und Attributtypen dann entsprechend auch. Ein Attribut ist immer irgendwie so eine Eigenschaft. Also wenn man in dieser Weltbeschreibung Substantive findet, die sich anhören, als wären sie eine Eigenschaft von einem anderen Substantiv, dann sind das die klassischen Kandidaten dafür, ein Attribut zu werden. Von einer Relation oder eben von einer Entität. Wenn man sich überlegt, was das Ganze vielleicht formal bedeutet, werden wir uns jetzt einen Moment damit beschäftigen, dass Attribute sowas sind wie Funktionen, weil sie eben Dingen Werte zuweisen. Kommen wir gleich nochmal dazu. Im ER-Modell würde man Attribute erstmal einfach mal so als eine Ellipse hinschreiben und kenntlich machen, woran es hängt, indem man so einen Strich dazwischen zieht. Also Entitätsattribute oder Relationsattribute, indem man sie einfach so dranhängt. Wichtig, an so einer Relation können ja auch Entitäten hängen. Wichtig ist also, dass man klar macht, was ist ein Attribut, indem man da so eine Ellipse drum malt und nicht eine rechteckige Box. Rechteckige Boxen sind Entitäten. Ellipsen sind Attribute, so kann man es auseinanderhalten. Auf so Folien werde ich jetzt immer A's für Attribute benutzen, also E's für Entitäten, R's für Relationen, große Buchstaben bisher für konkrete Instanzen von Entitäten oder Relationen, nämlich dann die kleinen Buchstaben, also kleine E's, kleine R's, und für konkrete Attributausprägungen dann kleine A's oder manchmal auch B's und C's noch mit dazu. Für gute Bezeichner im ER-Modell bietet es sich aber an, für Attribute auch wieder Substantive einfach zu nehmen. Aber der Unterschied ist eben, die Substantive sind dann jetzt gedacht als Eigenschaften von Beziehungen oder eben Eigenschaften von Entitäten. Ein Typ muss ich auch mal mitdenken, auch ein Attribut wird irgendwie sowas sein wie eine Zahl oder eben ein String, den denkt man sich dann immer mit. Und die Domäne von so einem Attributtyp ist dann die Menge der möglichen Werte, die es haben kann. Also wenn ich sage, es sind ganze Zahlen und mir reicht Integer, weil ich halt nicht so viele Bit brauche oder so, dann schreibe ich halt als Typ Integer drin. In vielen Datenbankmanagementsystemen gibt es aber auch eine ganze Menge mehr Typen, als man es in klassischen Programmiersprachen so als die Standardtypen kennt. Also typisch ist noch sowas wie Date, Time oder Timestamp oder sowas wie Blob, einfach für beispielsweise große Dinge, die man da reindammt, ohne dass man jetzt sagt, ob das Zeichenketten sind, Bilder oder sonst was. Kandidaten könnten auch sowas sein wie Potenzmengen von Attributen, Attributtypen, um zu sagen, irgendwas könnte mehrwertig sein, also sowas wie Professor Dr. so und so, da habe ich halt 2 Attribute als Titel, das kombiniere ich einfach. Da könnte ich sagen, es könnte eine Potenzmenge sein, also eine Teilmenge der möglichen Ausprägung. Und man kann sowas auch hierarchisch denken, also oft braucht man beispielsweise in Kundendatenbanken oder Mitarbeiterdatenbanken oder so sowas wie Adressen. Da würde man jetzt überlegen, möchte ich eine Adresse als ein Attribut modellieren, was zum Beispiel Straßenname und Hausnummer zusammen bedeutet, oder möchte ich es auseinandernehmen und sagen, das eine ist ein String, das andere ist eine Zahl
muss man überlegen, ob man Adresse also kombiniert oder auseinandernimmt. Meistens würde man sagen, kombinieren, habe ich nur eine Spalte in der Relation oder so. Und dann muss ich aber sagen, es ist ein bisschen was Komplexeres als nur ein String, weil ich ja voraussetze, dass die letzten Stellen dann irgendwie beispielsweise die Hausnummer sind in den meisten klassischen Adressen in unserem Kulturkreis. Attribute von Entity-Typen sind ein bisschen was anderes als Attribute von Beziehungstypen. Gucken wir uns noch mal ein kleines bisschen genauer an. Die Domäne von einem Attribut-Typ für einen Entity-Typ, also Attribute, die an Entitäten dranhängen, ist eine Menge der möglichen Abbildungen, also wir hatten ja über Funktionen gesprochen, eine Menge der möglichen Abbildungen von der Domäne der Entity-Typen auf den konkreten Attribut-Typ. Attribut-Typ war Groß-T. Entity-Typ hatte ich eigentlich immer mit Groß-E hier direkt abgekürzt. Und der konkrete Zustand von so einem Attribut ist dann aber eine Abbildung. Also die Domäne, Attribute sind im Prinzip, könnte man denken, Funktionen. Das macht manches formale Aufschreiben ein bisschen leichter, wenn man sagt, das sind Funktionen. Und ein Zustand eines Attributtyps ist dann eine konkrete Abbildung von den Entitäten, von den Entitäten, die es gerade in dem Zustand der Datenbank gibt, auf diesen Attributtyp, auf die Domäne des Attributtyps. Man würde sowas schreiben vielleicht als Groß E und dann schreibe ich auf, was für Attribute hat denn dieser Entity-Typ und für jedes Attribut schreibe ich dann den Typ noch mit dahinter. Also sowas wie, erinnert Sie wahrscheinlich an die Signatur von Methoden beispielsweise, wo ich hinschreibe, was für Bezeichner, was für Variablen habe ich in der Methode und was für Typen haben die, zumindest in einer streng typisierten Sprache wie Java beispielsweise. Sieht so ein bisschen so ähnlich aus. Ne? Also ich schreibe den Entity-Typ vorne hin, das ist ein Bezeichner, und danach kommen irgendwie Kombinationen von Attributbezeichnern und deren Typenbezeichnung. Manchmal macht man es auch kurz, wenn irgendwie klar ist, was für Typen das sein sollen, lässt man es auch einfach weg. Jetzt habe ich ein kleines Beispiel, was ich vielleicht nur an die Tafel schreibe und extra nicht mit auf die Folien gebracht habe, aber es ist auch nur wirklich klein, um nochmal zu verdeutlichen, was denn diese Funktionsschreibweise oder diese Funktionsdenke dann eigentlich ist. Also man könnte sich vorstellen, ich habe hier irgendwie Stifte rumliegen, ich habe jetzt hier gerade nur zwei, können Sie nicht sehen, einen schwarzen und einen blauen. Aber vielleicht habe ich auch irgendwo noch einen roten, nämlich dann, wenn ich Klausuren von Ihnen korrigiere. Und die Frage ist, was ist denn der Zustand der Stifte, die ich gerade auf dem Tisch habe? Wenn ich das in der Datenbank abspeichern will, könnte ich mir vorstellen, dass ich irgendwie sowas habe wie Stifte, die... Mein Lieblingsstift ist vielleicht der schwarze, ist mein Stift 1 oder so. Dann würde ich sowas sagen wie, in meinem konkreten Datenbankzustand habe ich einen Stift 1. Das soll jetzt ein kleines S sein, weil es eine konkrete Instanz ist. Ich habe vielleicht einen Stift 2 auf meinem Schreibtisch und ich habe einen Stift 3 auf meinem Schreibtisch. Und jetzt frage ich, also das hier ist der State meiner Stifte. Und jetzt könnte ich ja fragen, was für Farben haben die gerade in meinem konkreten Zustand diese Woche auf meinem Schreibtisch. Dann frage ich State von Stiftfarbe ab und vielleicht weiß ich noch, mit Abfragen meine ich jetzt keine Datenbankabfrage, ich will sie irgendwie aufschreiben, vielleicht weiß ich noch sowas wie Stiftfarben sind die klassischen Farben, also sowas wie die Domäne von Stiftfarbe ist von mir aus sowas wie Rot, Grün, Gelb, Blau, also irgendwie eine Menge, Rot, Grün, Gelb und so weiter. Alle möglichen Farben, die Ihnen einfallen. Und wenn ich jetzt frage, wie sieht mein Zustand auf meinem Tisch gerade aus, der in meiner Datenbank ist, dann habe ich im Prinzip eine Abbildung von S1 auf eine konkrete Stiftfarbe und S1 ist vielleicht schwarz. Und mein zweiter Stift ist, weiß ich nicht, blau. Und mein dritter ist vielleicht rot. Und mit den Pfeilen deute ich jetzt an, dass es im Prinzip eine Funktion ist. Also jeden konkreten Entity, jeder konkreten Instanz von dem Stift, den ich gerade habe, also S1, S2, S3, kann ich die Farbe zuweisen, die der gerade hat. Also mein erster Stift ist schwarz, den benutze ich meistens. Mein zweiter Stift, wenn ich den schwarzen nicht finde, der ist blau. Und den roten, den brauche ich nur, wenn ich Klausuren korrigiere oder so. Und irgendwann könnte es ja so sein, dass sich der Zustand ändert, weil mein Stift leer ist. Sehen Sie einen Schwamm? Hier. Vielleicht habe ich irgendwann zu viele Klausuren korrigiert. Der Stift hier
ist leer und ich brauche einen neuen, es gibt keinen roten, könnte der grün sein. Könnte sich also über die Zeit ändern. Das, was aber passiert, ist eigentlich nur, dass der Funktionswert sich ändert. Also so ein Attribut ist eine Funktion von allen konkreten Entity-Instanzen auf eine konkrete Farbe. Frage? Ich habe immer nur drei Stifte auf meinem Schreibtisch. Ich hätte auch noch einen vierten dazulegen können, aber den einen habe ich weggeschmissen. Und die neue ID Nummer 3 ist halt jetzt grün, weil es gerade keinen roten gab. Aber es ist ein anderer Stift. Was ich aber andeute, ist eigentlich, ist es nur eine Funktion. So ein Attribut kann man sich als Funktion vorstellen, wenn man fragt, was ist denn formal? Das ist eine Zuordnung von Werten auf konkrete Instanzen von Entitäten, die ich gerade in der Datenbank liegen habe. Diese Funktionsdenkweise kann nützlich sein, wenn man sich fragt, was es eigentlich ist und was es formal bedeutet, wenn ich dann Attributwerte ändere. Dann ändere ich eigentlich nur Funktionswerte. Modellierungstechnisch ist es aber so, dass man jetzt, je nachdem, woher man kommt, also wenn man im R-Modell jetzt sich fragt, was passiert denn bei so einem Attribut, dann sage ich, okay, es ist eine Abbildung. Also ich sage im R-Modell, es ist quasi eine Funktion, die einer konkreten Entity-Instanz einen konkreten Attributwert zuordnet. Und einer anderen Entity-Instanz einen zweiten Attributwert. Könnte derselbe sein, kann auch ein anderer sein. Also es ist eine Funktion. Wenn ich aus Sicht des relationalen Modells komme, da sind wir noch nicht in der Vorlesung, aber nur schon mal so als ein bisschen Vorgriff, da ist im Prinzip ein Attribut immer erstmal nur ein Bezeichner, den ich so als Datentyp auffasse. Und die Domäne ist dann die Menge der möglichen Attributwerte, aber ich denke aus relationaler Sicht nicht so über dieses Funktionsding nach. Aus ER-Modellierungssicht ist ein Attribut eher eine Funktion. Im realen Modell muss ich dann nur sicherstellen, dass es Werte sind, die tatsächlich erlaubt sind. Da denkt man gar nicht mehr so unbedingt an die Funktionsausprägung. Also wenn man sowas hat wie Bücher und ISBNs, würde man im ER-Modell sagen, zu einem konkreten Zeitpunkt, T, also irgendeine konkrete Uhrzeit, zu der es diese Datenbank gibt, ordnet dieses Attribut ISBN jedem Buch, was es gerade in der Datenbank gibt, eine Zahl zu. Im relationalen Modell sagt man dann aber eigentlich nur noch, ja, ISBN, das ist eine ganze Zahl. Diese Funktionsdenke ist im relationalen Modell dann weg, werden Sie sehen, wenn wir da hinkommen. In einer konkreten Datenbankausprägung wird es dann natürlich wieder so sein, dass ich tatsächlich einen Attributwert da normalerweise gesetzt haben muss. Zumindest für sowas wie eine ISBN, da muss es eigentlich immer eine geben. Es gibt kein Buch ohne ISBN, beziehungsweise das sind dann keine Bücher in dem Sinne, dass man sie irgendwo richtig bestellen kann. Über einen Buchversender oder so. Also dieser Unterschied, das wird einer der Unterschiede sein, der jetzt nicht besonders wichtig ist, aber wollte ich Sie darauf hinweisen, im ER-Modell kann man über Attribute als Funktionen nachdenken, im relationalen Modell ist es dann eher wieder so ein bisschen simpler und man sagt, es ist halt eine Zahl mit konkreten Eigenschaften. Gerade bei einer ISBN gibt es halt noch so Eigenschaften wie am Ende habe ich eine Prüfziffer oder zwei oder so, je nachdem in welchem Modell ich bin, die mir Fehler beim Übertragen oder sowas hilft zu erkennen und gegebenenfalls zu korrigieren. Also es ist nicht einfach nur eine ganze Zahl, sondern eine ganze Zahl mit bestimmten Eigenschaften. Und bei einer ER-Modellierung sage ich aber, das ist eigentlich eine Funktion. Jeder Instanz ordne ich einen Wert zu. Bei Beziehungstypen ist es ein bisschen ähnlich. Bei Beziehungstypen ist die Domäne auch wieder eine Menge von möglichen Abbildungen aus der Domäne der Relation. Domäne der Relation, Kreuzprodukt der beteiligten Entities, also sieht ein bisschen komplexer aus. In diese Typdomäne, also wenn ich sage, irgendwas wird eine ganze Zahl sein, dann muss ich ganze Zahlen zuordnen können. Und der Zustand selbst ist dann aber eine konkrete Abbildung. Also wenn ich mich frage in dem R-Modell, ich habe jetzt irgendwie die Zustände so eine Weile lang abgerollt, der Zustand des Attributs, was an so einer Relation dranhängt, zu einem bestimmten Zeitpunkt, ist also jetzt eine konkrete Abbildung, die sagt, jedem dieser beteiligten Tupel ordne ich einen Wert zu. Könnte man jetzt wieder versuchen, ein Beispiel, kann ich wieder versuchen, kurz noch was an die Tafel zu machen, was irgendwie dreiwertig ist. Also, ich habe vielleicht sowas wie die Punktedatenbank in Flensburg für Autofahrer, Fahrerinnen. Ich habe sowas wie einen Fahrer als Entity-Typ. Vielleicht will ich wissen, in welchem Jahr irgendwelche Punkte vergeben wurden. Könnte ich sagen, vielleicht ist ein Jahr eine Entität.
Und ich habe sowas wie, irgendjemand fährt Auto und wird in der Datenbank gespeichert, manchmal als komisches kleines Autofahren. Und in einem bestimmten Jahr bekommt man Punkte, könnte man als Entitäten Fahrer und Jahr modellieren und die Punkte als Attribut, ob das jetzt besonders geschickt ist, sei dahingestellt, ob jetzt Jahr wirklich eine Entität sein muss oder nicht. Und wenn ich jetzt frage, keine Ahnung, die, ja, muss ich die hier hochschieben? Welche? Falsch. Wenn ich jetzt sowas habe wie, keine Ahnung, ich habe den Zustand von Fahrer in einer konkreten, zum konkreten Zeitpunkt, das sind, weiß ich nicht, Meier und Müller. Und ich habe vielleicht, keine Ahnung, die mich interessierenden Jahre sind das letzte und das aktuelle. Und jetzt frage ich, was sind denn die tatsächlichen Zustände für Autofahren? Dann könnte sowas sein wie, keine Ahnung, beide sind in beiden Jahren gefahren. Es werden also Paare sein, Meier in 2021. Und Meier in 2022, ja, machen wir es da einfacher, weil ich hier wenig Platz habe, so dass Müller nicht gefahren ist. Und jetzt könnte ich noch sowas dazu schreiben wie das Attribut, ich deute es jetzt einfach mal an, das sind also so ein Funktionswert wie, keine Ahnung, 7 Punkte in dem Jahr bekommen und im nächsten Jahr keine. Dann könnte ich jetzt wieder sagen, es ist eine Funktion, die bildet jetzt aber dieses Mal ab von Paaren, also Domäne dieses Beziehungstyps hier bildet ab von Paaren auf Zahlen. Oder Punkte halt, also Punkte in Flensburg irgendwie wahrscheinlich kleine ganze Zahlen sind. Besonders groß werden sie nicht, irgendwann wird man gesperrt und die Punkte werden dann irgendwann wieder annulliert, wenn man irgendwelche Kurse macht oder so. Aber im Prinzip ist das eine Funktion, dass ich sage, von dem Zustand der Relation Autofahren bilde ich ab auf die konkreten Attributwerte. Also das hier ist der Attributwert der Punkte für Personen, die Auto fahren, in einem konkreten Jahr. 2022 nichts, 2021 7 Punkte bekommen, wahrscheinlich halten die noch ein paar Jahre. Also analog auch zu dem, was wir bei den Attributen für Entitäten gesehen haben, sind Funktionen, im R-Modell könnte ich denken, sind Funktionen, die konkreten Ausprägungen einer Beziehung oder konkreten Ausprägungen einer Entität dann Werte zuordnen. Jetzt könnte es noch Attribute geben, die irgendwie nicht so wichtig sind, die nicht jeder haben muss. Das würde man grafisch, also Attribute, die ich so dran geschrieben habe, würde jetzt hierzu gar nicht gut passen, weil ich hier an der Stelle gar keinen Punktwert zugeordnet habe. Eigentlich hätte ich jetzt hier an der Stelle das machen müssen, was wir jetzt in der Folie hier sehen. Ich müsste sagen, die Punkte muss es nicht unbedingt geben, dann mache ich das so einen Kreis an der Kante klar, sondern die kann es geben. Also man kann in einem konkreten Jahr Punkte bekommen haben, in einem anderen nicht. Das sind sogenannte optionale Attribute für Entitäten, aber auch für Beziehungen, mache ich durch so einen Kreis klar. Das heißt, es ist jetzt keine vollständige Funktion, sondern eine partielle. Hier an der Stelle habe ich ja gar nicht jedem Jahr Punkte zugeordnet, also jeden Tupel aus Personenname und Jahr, was tatsächlich in einem konkreten Zustand existiert, sondern nur diesem einen habe ich Punkte zugeordnet, dem anderen nicht. Das bedeutet partielle Funktion. Wenn man überlegt, diese Funktionssicht einzunehmen, vollständig bedeutet, das Attribut ist nicht optional, es muss jedes Mal eine Ausprägung bekommen. Optionales Attribut bedeutet, die Funktion ist partiell, muss nicht vollständig sein, das Attribut kann mal gesetzt sein und mal muss es nicht. Könnte sowas sein wie in so einem Ausschnitt, keine Ahnung, Professoren die Vorlesung lesen, dass es vielleicht zu bestimmten Vorlesungen gar keine Prüfung gibt. Also dann ist das vielleicht einfach nur ein Bullshit-Attribut, ja oder nein, und manchmal ist es halt gar nicht gesetzt, da weiß man nicht, ob es Prüfungen geben wird oder nicht. Oder sowas wie Telefonnummern, vielleicht gibt es jemanden, der kein Telefon hat im Büro oder so, dann würde man das als optionales Attribut
bei Professoren dran schreiben und sagen, muss es nicht geben. Also das bedeutet dann immer, dass die Funktion da partiell ist. Es gibt welche, die haben eine Telefonnummer und es gibt welche, die haben keine. Ja, also partielle Funktionen, zum Glück schon gesagt. Eine wichtige erste Integritätsbedingung, mit der wir uns immer beschäftigen werden, sind in so einer ER-Modellierung dann Schlüssel. Schlüssel braucht man in Datenbanken immer, um Dinge eindeutig identifizieren zu können. Und in der Modellierung, also in der Realweltmodellierung, muss man sich auch schon darum kümmern und sich fragen, Attribute, die ich an Entitäten dranhängen habe, werden die mir helfen, die Entitäten eindeutig zu identifizieren oder nicht? Schlüsselattribute, also welche, die solche eindeutigen Identifizierungen erlauben, sind immer wichtige Attribute. Die sollte man auf keinen Fall optional setzen und man sollte halt sicherstellen, dass die auch immer Werte haben. Also angenommen, ich habe einen Entity-Typ E, der hat n Attribute, A1 bis AN. Dann ist eine Teilmenge davon, die ich nicht mehr verkleinern kann. Ich sage gleich, was ich mit nicht verkleinerbar meine. Also eine Teilmenge der n-Attribute, genau dann ein Schlüssel, wenn die Werte eine Entität eindeutig identifizieren. Und zwar nicht in einem konkreten Datenbankzustand, sondern allgemein in der realen Welt. In einem konkreten Zustand, wo, weiß ich nicht, wir wahrscheinlich jetzt, würde ich mal behaupten, wenn wir alle in einer Personendatenbank wären, wäre wahrscheinlich Name, Vorname irgendwie relativ eindeutig, in der Hoffnung, dass es keine Name Clashes hier unter uns gäbe. In der realen Welt sind aber natürlich Namen von Personen nicht eindeutig. Es gibt welche, die haben dieselben Namen wie andere. Das heißt, man muss bei Personen immer drüber nachdenken, Name, Vorname ist kein eindeutiger Schlüssel, weil es Personen gibt, die dieselben Namen haben können. Und das heißt, bei Personen würde man immer solche künstlichen Schlüssel noch mit einführen, wahrscheinlich. Oder wenn man sagt, Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort oder so, wird es immer noch irgendwo Leute geben, die die gleichen Werte haben. Also bei Personen ist wahrscheinlich das Klassische, dass man sagt, man führt irgendwie eine ID ein, Personalausweisnummer, Matrikelnummer für Studierende an der Uni oder so, um so eine Art künstlichen Schlüssel zu erzeugen. Nicht verkleinerbar bedeutet an der Stelle, dass ich nicht noch Attribute weglassen kann. Es ist irgendwie klar, wenn ich jetzt ein Attribut habe, eine künstliche ID, wo ich einfach hochzähle, beispielsweise sowas wie Matrikelnummern oder so, innerhalb einer Universität, dass die eindeutig sein werden. Das ist ein Attribut und ich stelle sicher dadurch, dass ich immer schaue, jemand Neues immatrikuliert sich, neue Matrikelnummer. Oder jemand hat sich mal exmatrikuliert und macht dann noch ein Aufbaustudium oder so, bekommt wahrscheinlich dieselbe Matrikelnummer wieder. Muss man für sorgen, dass das passiert, aber man wird immer davon ausgehen, dass innerhalb einer Uni die Matrikelnummer eindeutig ist. Ist auch nicht verkleinerbar, ich habe ja nur ein Attribut. Aber es könnte sein, dass jetzt in einer konkreten Datenbank sowas wie, ich habe drei Attribute, A1, A2, A3, A2 und A3 zusammen, jede Entität, die es geben kann, eindeutig identifizieren. Aber A2 alleine nicht und A3 alleine auch nicht. Dann ist das auch nicht verkleinerbar. A2 und A3 wären ein Schlüssel, ich kann es nicht kleiner machen. Also nicht verkleinerbar heißt nicht die wenigsten Elemente, die es geben kann in der Menge, sondern nicht verkleinerbar heißt, ich verliere diese Schlüsseleigenschaft, wenn ich eins davon nur weglasse. Also ich kann keins mehr weglassen, ohne diese Eigenschaft zu verlieren, Entitäten eindeutig zu bestimmen. Ja? Also die Frage ist, wie diese Teilmengenbeziehung zu verstehen ist, also dass Schlüsselattribute Teilmengen von Attributen sein müssen. Genau, also wir sind jetzt hier wir sind bei Entitäten erstmal. Entitäten haben Attribute. Und jetzt frage, was für einen Schlüssel hat Entity-Typ X oder Entity-Typ E, X würde ich nicht benutzen, Entity-Typ E, was hat er für Schlüsselattribute? Dann kann das nur eine Teilmenge der eigentlich für E existierenden Attribute sein. Oder ich stelle fest, damit kann ich keinen Schlüssel bauen, sowas wie beispielsweise Entity-Typ Person, also ich möchte irgendwie Personen in der Datenbank speichern und als erste Idee habe ich, ich merke mir nur Name, Vorname. Dann stelle ich schnell fest, naja, es gibt ein paar Leute, die heißen Thomas Müller beispielsweise, also brauche ich eigentlich noch ein neues Attribut, um jetzt Personen eindeutig zu kennzeichnen und werde beim Modellieren feststellen, ja, ich führe mal lieber eine ID ein, irgendeine Nummer. Personalausweisnummer, Sozialversicherungsnummer oder sonst was. Diese Nummer sollte dann eindeutig sein. Das muss ich beim Modellieren sicher sein, dass sie das ist. Und zwar in jedem Datenbankzustand. Nicht nur in einem konkreten, an den ich gerade denke. Also wenn ich dran denke, Personendatenbank,
für, keine Ahnung, Jena oder so, die ich anlege. Ich fange mal mit uns an. Wir sind alle mit unterschiedlichen Namen ausgerüstet. Nehme ich das mal als Schlüssel. Dann stelle ich irgendwann fest, es gibt jemanden, der genauso heißt wie einer von uns hier im Raum. Noch jemand, zweites. Ist also schlechter Schlüssel gewesen. Beim Nachdenken über Schlüssel muss ich überlegen, ob es überhaupt mal passieren kann, dass zwei unterschiedliche Entitäten für diese konkreten Attribute die gleichen Werteausprägungen haben können. Aber als Schlüsselattribute kann ich dann immer nur welche nehmen, die ich auch tatsächlich als Attribute im R-Modell ranschreibe. Wenn ich also feststelle, Name, Vorname reicht nicht, muss ich noch ein neues Attribut einführen. Das ist so der wichtige Denkprozess beim Modellieren. Ich sage, eigentlich haben Personen nur in meiner Welt Namen und Vornamen. Dann stelle ich fest, fehlt mir ein Schlüssel, muss ich noch einen künstlich einfügen, indem ich eine ID noch dazu nehme. Also Personalausweisnummern sind ja relativ künstlich. Irgendwas mit Geburtsdatum, Anfangsbuchstabe vom Familiennamen oder so, und dann wird meistens noch irgendwie hochgezählt oder so, wenn Sie sich Ihre Nummern schon mal angeschaut haben oder Ausweisnummern oder so. Ja? Weil er überhaupt eine Differenzierbarkeit gewährleistet. Nicht alle Attribute müssen das. Also ich könnte bei dem Stiftbeispiel, ich könnte ja zum Beispiel noch einen zweiten schwarzen Stift und einen zweiten blauen haben, dann wäre Farbe kein Schlüssel, weil ich halt mindestens zwei Stifte habe, die schwarz sind. Aber sowas wie hier diese im Subskript hochgezählte ID, die könnte das dann sein, dass ich sage, okay, das ist immer der, keine Ahnung, auf meinem Schreibtisch ganz links liegt, ist Stift 1 oder so. Aber ich werde immer nur Schlüssel können auch aus mehreren Attributen bestehen. Also es kann auch Schlüssel geben, die aus mehreren Attributen bestehen. Und es kann auch unterschiedliche Schlüssel geben. Es könnte auch sein, dass ich zwei künstliche Schlüssel einführe und ich wähle dann nur einen aus, weil der mir besser gefällt und den anderen, den habe ich halt auch. Also beispielsweise, wenn ich über eine Studierendendatenbank nachdenke, dann weiß ich, dass jeder von Ihnen eine Matrikelnummer hat, aber es hat auch jeder eine Personalausweisnummer wahrscheinlich. Und dann habe ich eigentlich zwei Schlüsselkandidaten, ich werde mich jetzt dann für einen entscheiden. Es muss nicht sein, dass es immer nur einen gibt, kann auch sein, dass es mehrere gibt, je nachdem, was ich so an Attributen in meiner Modellierung aufgesammelt habe. Es könnte auch sein, dass ich irgendwie sicher bin, dass alle Attribute zusammen nur einen Schlüssel bilden können, dann habe ich halt einen relativ großen Schlüssel. Normalerweise möchte man aber, dass die Schlüssel eher in dem Sinne klein sind, dass es wenig Attribute drin sind. Also wenn ich mich entscheiden kann und sagen kann, ich habe für meine konkreten Entitäten habe ich die Chance zu sagen, entweder ich führe ein künstliches Schlüsselattribut ein oder alle 70 Attribute sonst zusammen sind der Schlüssel, dann würde ich immer den einen künstlichen einfügen, weil man oft über den Schlüssel dann auf Dinge zugreift und das ist dann leichter, wenn man es irgendwie kürzer hat, so in dem Sinne. Aber es muss nicht immer so sein, dass ich sage, angenommen, ich habe einen Schlüsselkandidaten, der ist zwei Attribute lang, ich habe noch einen, der ist drei Attribute lang, dann könnte ich manchmal trotzdem den mit dreien bevorzugen, weil das ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied. Und aus semantischer Sicht macht es mehr Sinn, das als Schlüssel zu betrachten. Schlüssel werden uns immer wieder begleiten, weil Schlüssel ein ganz wichtiges Integritätskonzept sein werden. Sie können sich so ein bisschen vielleicht daran erinnern, dass wir irgendwann mal über dieses Entleihen nachgedacht hatten. Bei Bibliothek, da hat man so drei Relationen, Buch, Personen und Dinge, die entliehen sind. Und wir hatten da schon so einen Fremdschlüsselgedanken, wenn Sie sich da erinnern, dass da irgendwie nur Bücher entliehen werden können, die es tatsächlich in der Bibliothek gibt. Also in der einen Relation dürfen nur Bücher auftauchen, die es in der anderen auch gibt. Und das stelle ich über diese Schlüsselgeschichten sicher. Und deswegen möchte ich auch, dass der Schlüssel möglichst kurz ist, damit diese, wenn irgendwas irgendwo eingefügt wird, diese Vergleiche, gibt es das in der anderen, damit das möglichst schnell geht. Deswegen möchte ich also möglichst kompakt sein. Ja, was würde man aus der Definition folgern können? Also angenommen, ich weiß, ich habe irgendwie einen Entity-Typ mit drei Attributen, A1, A2, A3 und jemand sagt mir A2, also die Menge, die nur aus diesem Attribut A2 besteht, das ist ein Schlüssel. Dann weiß ich direkt, wann immer ich mir zwei Entitäten anschaue, es wird keine zwei geben, die den gleichen Wert für A2 haben. Also ich schaue mir für diesen konkreten Entity-Typ zwei Entitäten an, zwei unterschiedliche, und stelle mal fest, A2 muss unterschiedlich sein. Also Schlüssel bedeutet, dass ich für je zwei Instanzen des Entity-Typs unterschiedliche Wertausprägungen auf dem Attribut haben muss. Bei künstlichen Schlüsseln, die ich einfach hochzähle, ist es natürlich so, bei Namen, Vornamen-Kombinationen eben nicht. Es könnte noch jemand anderen geben, der denselben Namen trägt. Ist nicht verboten. Hat die Namensgebung nicht verboten.
Manche Namen sind halt sehr beliebt oder sehr weit verbreitet und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es da mehrere Personen gibt. Also ungleiche Werte auf diesem Schlüsselattribut oder auf einer Menge von Schlüsselattributen, wenn es mehrere sind, die ich als Schlüssel zusammenfasse, ungleiche Werte darauf garantieren immer, dass die Entitäten unterschiedlich sind, dass es zwei unterschiedliche Dinge sind. Also mit Schlüsseln kann ich Dinge eindeutig charakterisieren. Und das wird nützlich sein, um dann später eben zu sagen, bestimmte Sachen dürfen nicht passieren, wenn nämlich Schlüsselbeziehungen nicht garantiert werden können. Schlüsselkandidaten kann es mehrere geben. Also könnte ja sein, dass hier in diesem Beispiel, es könnte A2 ein Schlüsselkandidat sein, die Menge, die nur A2 enthält, aber es könnte vielleicht auch A1 allein ein Schlüsselkandidat sein. Dann weiß ich, je zwei Entitäten haben da unterschiedliche Werte auf diesen und ich muss mich jetzt für einen entscheiden. So, normalerweise sage ich, ein konkretes Ding ist dann der Schlüssel für diesen Entity-Typ. Und den nennt man dann üblicherweise Primärschlüssel. Die anderen sind aber auch Schlüsselkandidaten in dem Sinne, dass ich sie nicht kleiner machen kann und dass sie immer eindeutig die Entitäten identifizieren, nicht nur in einem konkreten Datenbankzustand, sondern allgemein in der realen Welt. Und dann habe ich halt mehrere. Habe ich eine Fallback-Lösung, falls irgendwas mal passieren sollte. Genau, und die Schlüsselkandidaten müssen nicht alle gleich groß sein. Wenn es einen gibt, der nur ein Attribut lang ist, kann es auch welche geben, die zwei, drei oder vier Attribute lang sind. Und man überlegt dann halt, welches ist denn der beste. Meist entscheidet man sich für jemanden, also für einen Schlüsselkandidaten als Primärschlüssel, der wenig Attribute hat. In einem ER-Modell würde man es grafisch durch Unterstreichen des Attributs klar machen. Also in der Ellipse würde man es unterstreichen. Hier in dem Fall würde ich also sagen, Entity Typ E hat Schlüssel, der besteht aus A2 und A3. Das bedeutet, ich brauche beide zusammen, wenn ich beide unterstreiche. Ich würde immer nur den Primärschlüssel auszeichnen im ER-Modell. Wenn ich also zwei Attribute unterstrichen habe, bedeutet das, die beiden brauche ich zusammen. Eins alleine reicht nicht. Da kann es gleiche Entitäten geben. Also man könnte nochmal, so noch ein Beispiel probieren will, ich habe es mir aufgeschrieben, damit ich es jetzt nicht verwechsle, dann könnte man sowas versuchen wie, keine Ahnung, wir haben irgendwie drei Attribute, A1, A2 und A3. Mal gucken, ob wir das hinkriegen, dass genau die hier Schlüssel sind. Ja, wahrscheinlich nicht, aber versuchen wir es mal. A1, B1, C1, das sollen jetzt konkrete Werte sein. Ne? Die großen sind die Bezeichner für die Attribute und hiermit deute ich jetzt an, dass es konkrete Werte sein sollen mit kleinen Buchstaben. Man könnte sowas sagen wie A2, B1, C1 oder A3, B2, C3. Vielleicht ist das eine Ausprägung von so einem aktuellen Zustand von diesem Entity-Typ E. Also irgendwie habe ich drei verschiedene. Wenn ich jetzt so ein bisschen genau drauf gucke, stelle ich fest, na hier vorne, A1 sieht auch schon aus wie ein Schlüssel. Das ist aber erstmal ein konkreter Datenbankzustand. Das ist nicht die Allgemeinheit. Es könnte es trotzdem passieren, dass irgendwie noch was dazukommt wie, keine Ahnung, was habe ich hier noch dazugefügt? A1, B2, C2. Also im Zustand 1 war State 1 und in State 2 kommt dann noch was dazu. Bis hierhin habe ich gedacht, A1 ist ein Schlüssel. Hier stelle ich jetzt fest, A1 alleine, das Attribut A1 alleine ist es nicht mehr, weil ich jetzt plötzlich zwei habe, die dieselbe Ausprägung auf dem Attribut haben. Beide haben den Wert A1 an der Stelle, kleiner A1, und deswegen ist es das nicht mehr. Das muss ich feststellen, dass sowas passieren kann beim Modellierungsprozess nicht, indem ich die Datenbank beobachte, die gibt es noch nicht, sondern indem ich drüber nachdenke. Dann kann ich feststellen, ich brauche noch irgendwie mindestens ein zweites. Und sehe ich jetzt hier, dass in dem Fall A2 und A3 gute Kandidaten wären? Naja, auch nicht, weil hier B1 und C1 und B1 und C1 beide für unterschiedliche Entitäten sind. Also ist tatsächlich kein Beispiel, was gut hierzu passt. Aber das hier ist ein Beispiel, wo ich irgendwo hier wahrscheinlich nochmal ein C2 hätte hinschreiben müssen. Dann stelle ich fest, dass plötzlich die zwei hier Schlüsselkandidaten sind immer noch eindeutig und wenn ich genau darüber nachgedacht habe, könnten noch mehr Zustände, noch mehr Sachen dazukommen, kann es wahrscheinlich nie passieren, dass die zwei clashen. Aber man darf halt nicht über eine konkrete Ausprägung
der Werte nachdenken in einem bestimmten Zustand, sondern man muss darüber nachdenken, was überhaupt jemals passieren könnte. Das ist so die Frage, was kann Schlüssel sein oder was nicht. Und das ist eine wichtige Frage, weil eben die Schlüssel dann so eine große Bedeutung haben, um zwischen verschiedenen Relationen Verknüpfungen herstellen zu können. Deswegen muss man sich am Anfang gut Gedanken darüber machen, was Schlüsselkandidaten sind. Und wenn man nicht auf eine Idee kommt, was ein guter Schlüsselkandidat ist, hat man immer noch das Fallback, dass man sich eine Idee überlegt und sagt, ich zähle irgendwie hoch, indem ich sage, keine Ahnung, die Entitäten heißen Professoren, dann nenne ich die halt Professor 1, 2, 3 und zähle einfach so hoch, indem ich Pseudonamen vergebe, bei denen ich sicherstelle, dass sie eindeutig sind. Jetzt haben wir diesen Datenbankzustandsbegriff so oft benutzt, nochmal drauf geschaut, was es eigentlich bedeutet, also nochmal zusammengefasst, für einen Entity-Typ sind die Zustände immer Teile, Teilmenge der Domain. Also konkrete Entity-Instanzen müssen immer, in dem Fall denken wir erstmal nur an die Bezeichner, müssen immer eine Teilmenge der Domäne für diesen Entity-Typ sein. Bei Relationen sind die Zustände eine Teilmenge des Kreuzprodukts der Einzelzustände der Entitäten. Also es müssen nicht alle miteinander in Beziehung stehen, aber wenn welche in Beziehung stehen, dann muss es die auch tatsächlich als Instanzen in den Entitätenzuständen geben. Wenn ich mich frage, was für ein konkretes Attribut gilt, dann ist der Zustand von so einem Attribut eine Funktion bei einem Entitätsattribut, eine Funktion, die vom Zustand der Entitäten auf die tatsächlichen, auf die Domäne des Typs abbildet, also beispielsweise auf Zahlen oder Strings, konkrete Ausprägungen auswählt. Und bei einer Relation ist es auch so, dass ich mich frage, ein Attribut bei einer Relation, der Zustand des Attributs ist immer eine Funktion, also eine Abbildung vom Zustand der Relation, also von Tupeln, die da gerade in Relation stehen, auf diesen Wertebereich des Attributtyps. Also zweimal sind es Mengen für Entitäten und für Relationen und für Attribute können wir darüber nachdenken, dass es eigentlich Funktionen sind, man so mathematische Objekte damit verbinden möchte. Also Abbildungen von konkreten Entitäten, die es gerade gibt, auf konkrete Werte in der Domäne.